Grüß euch. Wusstest du eigentlich schon, dass man die Kerne von der Quitte wie ein Hustenbonbon lutschen kann? Die Quittenkerne enthalten schleimlösende Stoffe und lindern den Husten. Normalerweise schmeißt man ja die Kerne der Quitten weg, wenn man Quittenmus oder Quittenchili oder ähnliches macht. Das ist aber ein fataler Fehler. Beim nächsten Mal solltest du die Kerne besser aufheben und wenn du Husten hast, dann kannst du einfach über den Tag verteilt dir ein paar Kerne nehmen und die lutschen und du wirst sehen, dein Husten löst sich auf natürliche Art und Weise. Übrigens, die Quittenkerne helfen auch bei Halsschmerzen, Entzündungen im Verdauungstrakt, bei Harnblasen- und Harnwegsentzündung, bei erhöhtem Cholesterinspiegel und äußerlich bei Hautentzündungen oder Wunden. So sehen die Quittenkerne aus. Einfach beim Verwenden der Quitte auf die Seite tun, schön trocknen lassen und dann sind sie mehrere Monate lang haltbar. Diesen leicht süßen Geschmack von der Quitte behalten die Kerne übrigens, also ist richtig angenehm zum Lutschen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mal hier unten einen Kommentar da lässt. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch mal hier aus dem Abonnieren-Button. Da würde mich freuen, wenn es mir dauerhaft hier auf YouTube folgt. Und kennst du eigentlich schon das Video hier oder das hier? Dann bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Pfiat euch. Ciao.